civilization has made you weak. Soft beds, rich food, and the temptations of the flesh. But the Horde is at the walls. Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Conan Unconquered Unbesiegt. Und ich habe jetzt auch das erste Mal das Spiel eingeschaltet. Warum mache ich gerade mal den Ton ein bisschen leiser? Ich muss dazu sagen, wenn ich gerade bei dieser Aufnahme ist das Spiel quasi, ja, man kann es kostenlos auf Steam spielen. Und das haben wir jetzt mal... Ich habe es einfach mal angestartet. Es ist ein Conan-Strategiespiel. Es kam jetzt vom halben Jahr raus. Ich glaube, März 2019. Und ich finde die Musik immer noch ein bisschen zu laut. So. So ist das besser. So kann man... Muss ich nicht schreien. Und ja, ich bin mal gespannt. Tja, Conan-Strategiespiel. Also... Auch gerade eben, als die Mauer aufgerissen, also die Mauer war ja kaputt. Warum schicke ich meine Leute vor die Mauer? Lass die hinter die Mauer. Es ist ein kleiner Punkt, soll der Feind auch kommen. Aber naja, war ja so ein Eröffnungstrailer. Sagen wir mal Solo spielen. Gibt eine Kampagne sogar. Meine Mann. Ich würde erstmal so ein Tutorial spielen wollen. Schwierigkeit, Mittel, Hardcore, keine Ahnung. Wüstenwinde. Es waren Gerüchte, die aus der Wüste östlich von, oh Gott, Stygien kamen, weit im Süden der kotischen Berge. Ein neuer Prophet sei unter den Nomaden erschienen. Man sprach von Kriegen zwischen den Stämmen, von Geiern, die sich in Südosten in Massen scharten, und von einem schrecklichen Anführer, der seine schnell wachsenden Horden vom Sieg zu Sieg führt. Naktok oder so, der Zauberer. Die Gerüchte über einen Nomaden namens Nakut oder so, den Verschleierten, der in den Tiefen der Wüste eine Armee um sich schart, verbreiten sich wie ein Lauffeuer. In deinen kleinen Vorposten ist allerdings alles beim Alten. Du hast seit Wochen keine Nomaden mehr gesehen. Wer sollte an diesem winzigen Fleckchen Erde aus Stein und Sand schon Interesse haben? Tja, ich nicht. Conan. Valeria. Valeria? War das die aus dem Film? Aus dem ersten? Kenn ich nicht. Elit. Oh, mit der kann man Spaß haben. Mit dem Conan, Mann. Conan. König Conan. Das hat mich damals immer, ich weiß, die Kids, die jungen sind, die kennen das wahrscheinlich gar nicht, aber früher, als ich klein war, hat Arnold Schwarzenegger Conan gespielt und ich glaube auch im ersten war immer betitelt, dass er König war und ich hätte mir immer so gerne mal gewünscht, Conan als König zu erleben, aber hätte man wahrscheinlich die Romane / Comics lesen müssen. Ja, was nehmen wir denn da? Ach, wir können nichts anderes nehmen, außer... Achso, das ist dann schon Kapitel 6. Belets Zorn. Aha, aha, aha. Also das ist Nummer 6. Nummer 1. Ich sag einfach mal Schlacht. Ich dachte, das wäre ein Strategieaufbauspiel. Aber wenn da Schlacht steht, ist das sehr... Ach ja, zulassen. Ultra wichtig. Lass zu. Kack Windows. So spielt man Conan Unconquered. Du musst die Gegnerwellen überleben. Ach so.
die Tugra Kotton gegen dich in die Schlacht schickt. Befestige deine Basis, indem du Gebäude errichtest, um Ressourcen zu sammeln, Soldaten auszubilden. Erkunde die Karte, erweitere deine Basis. Indem du neue Gebäude erforschst und entdecken. Ja, das ist doch ein bisschen Aufbau. Darum habe ich jetzt mal König Conan genommen. Ich überlege gerade, wann habe ich denn die alten Filme nochmal gesehen? Könnte glatt mal wieder spielen. Ich kam auf das Spiel auch nur per Zufall, weil ich ja mit Mathilde ja gerade hier Conan Exiles spiele. Und dachte ich mir, oh, dann nehmen wir das Conan-Spiel auch mal mit, wenn es gerade, wie gesagt, kostenlos am Wochenende mal spielbar ist. Aber ich habe leider diese Woche nicht viel Zeit. Man müsste mal Millionär werden, dann hätte man Zeit zum Aufnehmen und zum Streamen. Dann hätte ich man, ach, so viel Zeit, wenn nicht die Arbeit wäre. Aber irgendwann klappt das mit dem Lottogewinn. So, das ist schon ganz schön bunt. Für meinen Geschmack. Nahende Welle. Aha, aha, aha. Dieser Balken zeigt den Fortschritt nahender Wellen von rechts nach links. Aha, aha, aha. Bewege die Maus, um die nächste Welle zu betrachten. Ja, okay. Erfolge interessiert mich gerade sehr weniger. Das Spiel pausiert, indem wir... Ah, Erfolge angezeigt wird. Sieht aber ein bisschen unschön aus von der Grafik. Also ich finde so, die Objekte sehen irgendwie so kitschig aus. Deine aktuelle Punktzahl. Du erhältst Punkte. Ja, das ist mir schon klar. Dieser Leitfaden erklärt dir zahlreiche Funktionen der Benutzeroberfläche von Conan und Conquered. Am oberen Bildschirmrand findest du hilfreiche Hinweise. Danke. Ach, es gibt noch mehr Hinweise. Ja, Minikarte ist mir schon klar. Minikarte. Gebäudeverwaltung. Lernen wir mal kennen. Heldenmenü. Hier werden neben der Gesundheit und der Veteranstufe dieses Helden Aktivierungsbuttons für die Fähigkeit deines Heldens und gesammelte Artefakte angezeigt. Okay. Baumenü. Ja. Zeit angehalten per Leertaste. Das ist immer sehr wichtig. Auswahlpalette. Hier werden ausgewählte Einheiten angezeigt. Okay. Spielzeit. Avatarbeschwörung. Was wir im Intro gesehen haben. Wir können dann wie bei Conan Exiles irgendwann so ein Riesenvieh Gott irgendwas erscheinen lassen. Ressourcen. Ja, sieht doch erstmal alles. Na gut, wenn man rauszoomt, sieht es auch nicht so schlimm aus. Ist halt ein Strategiespiel. Mein Gott. So, wir können Bäume pflanzen. Sehe ich das richtig oder was ist das? Ich habe erstmal keine Ahnung. What? What? Bäume. Was seid ihr denn? Oho. Oh, schon mal komische Geräusche. What are you waiting for? Ich mach erstmal. Kann ich das? Ach, das geht. Ich liebe sowas. So, da ist ein Sammelpunkt oder was ist das? Kampfstandarte. Markiert den Rand deines Territoriums. Jede Standarte vergrößert in deinem Bereich. Aha. Wir müssen Standarte bauen wie bei Siedler früher. Ach so, es ist kein Rand, das ist... Ah, der Nebel des Krieges. Ah. Ja, was mache ich jetzt hier? Handwerksgilde. In der Gilde können fähige Handwerker, Baumeister... Mhm, haben wir sowas? Nö, ne? Brauchen, tun wir aber sowas. Das sind normale Hütten für unsere Einwohner. Das ist eine Kaserne. Das ist eine Festung. Aha, aha. Speerkämpfer. Das macht natürlich später einen Unterschied, finde ich, Speerwerfer und Nahkämpfer zu haben. Was kosten die? 150 Taler. Wir haben 650 Taler. Das ist mir noch ein bisschen zu wenig. Hey, ich will bauen. You hesitate, you die. Ja, deine Mutter. Ich will nichts ausbilden. Erforschen ist eine gute Idee. Handwerksgilde. Ja, die will ich ja bauen. Wie komme ich nochmal dahin? Nee, das ist eine doofe Ansicht. Bauen. Ah, ganz einfach. So einfach und doch so schwer. So. Ich habe noch keine Ahnung, ob es irgendwie wichtig ist. Ah, da ist eine Mauer. Das ist gut zu wissen. Hier sind Edelsteine wahrscheinlich oder so. Das sieht alles wichtig aus. Hier. Packen wir, bauen wir da mal hin. Bauen wir da mal dran. So. Ich weiß nicht, wie viel man davon braucht. Ich habe keine Ahnung.
I am ready. Constructing. Constructing. Schrein. Der Schrein ist die Quelle reinen Wassers. Mit heilenden Kräften zu regenerieren, okay. So, auf jeden Fall gut gelaunt. Yes. Es kommt gleich die erste Angriffswelle, ja. A fight awaits. Going. Also in Ruhe bauen wird wohl nichts sein, ne? On the prowl. Ach, der Nebel kommt auch wieder so ein bisschen. Moving. Hier könnte man eine Mauer hinbauen, dann hätte man von da schon mal. So, muss ich da lang? Da schon was auf der Map ist? Ich habe keine Ahnung. Very well. Craftsman Guild complete. Die Stimme erinnert mich so ein bisschen, wie sie redet, so ein bisschen an Command & Conquer früher. So, was haben wir hier? Attack Wave Gathering. Befehlsangriffswelle sammelt sich, ja, ich auch. Ja, ich denke, die machen irgendwie. Die bauen? Wie kriege ich Ressourcen? Das verstehe ich nicht. Ah, Gold geben die Häuser, das ist schon mal wichtig. Woo! Ja, das ist gut gelaunt. Achso, was müssen wir erforschen? Wirtschaft. Viehhof, Marktplatz. Ingenieursgebäude, Mine. Ah, Mine klingt doch schon mal gut. Haben wir hier irgendwas? Kohlenfalle, Stachelfalle. Kornfeld. Ja, ich denke mal Kornfeld, das brauchen wir. Food Supply Research started. Na, Feinde kommen vom Norden, das ist schon mal gut, das sieht man. Was kostet nochmal so eine Wache? Ausbilden. Training Javelin Soldier. Gut, hier brauchen wir Hütten, denn da generieren wir ja Gold raus. Bauen. Das können wir noch bauen. Ah, da können wir was bauen. Hütte. Jagdhütte. Nein, ich brauche irgendwas zum Holzfäller. Holzfäller. Training complete. Holzfäller. Training Swordsman. Schnauze. Constructing. So. Was haben wir hier noch im Angebot? Hütte. Nee, das lassen wir mal frei. Danach kommt Essen. Yes. Yes. Positionieren. Good. Wir machen das mal so. Training complete. Da haben wir nicht so viele Einheiten. The enemy. Halt doch mal die Fresse. Werden wir das mal so ein bisschen Nahkampf? Why do we wait? Ist die 1. Lumber camp complete. Fernkampf ist die 2. Attack wave approaching. So. Jetzt hack mal da Holz, du Holzwurm. Geld. Dann bauen wir nochmal eine Hütte. Ach, wir brauchen Korn, verdammt. Was zu essen. Was kostet so eine Mauer? Holz und 12 Talerchen. Wir haben kein Holz. Oder ein Holz haben wir. Ich würde gerne mal was zu Futter machen. Futter, Futter, Futter. Wir haben 18 Korn. Ich baue einfach mal. Constructing. Oh, Nahkampf, Zeit. Under attack. Conan. Food supply research complete. Da ist noch einer. Warte. Einheit 2. Ach, komm. Ganz schön zur Hackstücke da geladen. Hütte fertiggestellt. Das ist faszinierend. 8 Kills. What? Kommt mal zurück. Halt euch mal. Yes. 100 Punkte erhalten. Ja, ich hätte mal gerne lieber was anderes als 100 Punkte. Oh, neue Häuser haben wir freigeschaltet. Battle Standard under attack. Na? Oh. Raise your sword. Keine Pause. Guard Tower under attack.
Battle standard destroyed. What is best? Attack wave defeated. Also ist, glaube ich, doch kein Spiel, wo ich einfach mal in Ruhe bauen kann. Wir bauen das jetzt, diesen Schrein, verdammte Kacke. Wir bauen den einfach mal damit ran. Constructing. So. Hier will ich eine Mauer haben. Ist auch eine Mauer mit Tor. Dafür brauchen wir Holz. Na gut. Holz dauert aber. So, was können wir noch erforschen? Shrine complete. Wo war denn das mit Minen oder so genau? Das Engineer training research started. So, nächstes. Attack wave gathering. Da. Ja. Training swordsman. Nochmal von jeder Sorte ein. What are you waiting for? Halt euch! Nächste Angriffswelle kommt. You hesitate, you Eins, die. Zwei. Training complete. Training javelin soldier. Also man wehrt hier einfach nur die irgendwelche Angriffswellen ab, ja? I am ready. Training complete. Was kann man hier? Oh, hier kann man was zu essen. Jagdhütte. Gewährt 4 Nahrung, aber ich weiß nicht, wo man hier was zu jagen findet. Nahrung 4. Baue ich einfach dahin. Engineer training research complete. Nee, das ist eine Mine. Dann bauen wir sie eben. Nahrung 6. Hört sich gut an. Dann hier. Constructing. Und dann können wir noch ein Häuschen bauen. Constructing. Und dann bauen wir demnächst nochmal einen Holzfäller, glaube ich. Oh, 6 Holz? Achso, wir haben gebaut, ja. Attack wave approaching. Ja, gleich. Wir kämpfen ja gleich. Hunter Shack complete. Ich hätte ja noch gern Holzfäller, ne? Aber keinen Platz für Schitte. Ah, doch, hier. Ah, da habe ich jetzt die Nahrung. Egal. Constructing. Passt schon. Spinn! Guard Tower under attack. Die Mauer ist gar nicht. Die ist ja gar nicht. Training ground under attack. A fight awaits. Fight! Lumber camp complete. Ah, das ist gekommen. Weak! Attack wave defeated. Die können über die Hindernisse krabbeln, diese Drecksviecher. Das ist das Problem. So, wie kann man jetzt die Gebäude wieder reparieren? Oh, man kann da Leute reinpacken. Das ist ja richtig Porno. Ich hätte jetzt gern mal langsam so Kampfstandarte. Pack ich mal hier an den Rand. Constructing. Haben wir noch Geld? Nee. Wir brauchen so viel Geld. Die Wellen werden auch immer schlimmer. Ich will jetzt nochmal 2 von denen ausbilden. Training Javelin Soldier. Pack ich da in den Turm rein.
Vielleicht wird der Turm stärker. Battle standard complete. Training complete. Kommandozelt, Rat der Schmerzen. Oh, ich Training, liebe Rat Javelin der Schmerzen, Soldier. Aber wir haben kein Geld gerade dafür. Du geh ins Türmchen. Nein. Marschier da rein. Oh, mittlerweile kriegen Training wir Holz. Auch du in den Türmchen. Da stehen sie mich schon. Schweinebande. Nur anlocken. Dann nochmal anlocken. Attack Wave Gathering. Und Rückzug. Der Krieg der Feigen. Achso, du gehörst noch gar nicht zu Gruppe 2. Okay. Oh, der nächste Angriff kommt aus dem Süden. Was ist egal welche. Gut, halt euch mal. Yes. Dann geht mal Gruppe 1 vor. Sammelt sich hier Feinde oder was? What? Show them your steel! Rückzug, Rückzug, Rückzug. Riesenskorpione. Moving. Ich finde schon mal gut, dass sich die Gegner immer unterscheiden, aber jetzt müsst ihr euch mal alle heilen. So, haben wir ein bisschen Geld wieder? Wir müssen unsere Leute verbessern oder wir brauchen mehr. Training Javelin Soldier. Erforschen. Festungsgesundheit Aufwertung. Ich hätte gerne mehr irgendwie. Enklave, Seelensammler. Seelensammler klingt immer gut. Ach komm, wir sammeln mal Seelen. Scholar Training Research started. Training complete. Ich hätte mich noch mal neue Einheiten oder andere Einheiten. Da gibt es doch bestimmt auch was. Und wir müssen noch mal klären, wie wir die Türme reparieren. Attack wave approaching. Ja, ist ja gut. Training complete. Du kommst zu Nummer 1. Und wir müssen noch mal gucken, wie wir eine Mine bauen oder so. Mine können wir noch nicht bauen. Okay. Oh, wir können das Tor bauen. Leichtes Tor. Kann ich das drehen? Scheiße, geht nicht. Constructing. Ah, Attacke! What? Lumber Camp under attack. Battle standard under attack. Battle standard destroyed. Nein! Draw complete. Hunter shack under attack. Lumber camp under attack. Wir haben ein Gebäude kaputt gemacht, Lumber Schweine. Lumber camp destroyed. Da kommen auch gleich die nächsten. If I must. Okay. How would you do? Außer Reichweite. Perfekte Standarte. Außer Reichweite. So, Bauer. Außer Reichweite, eine Standarte. Constructing. What are you waiting for?
Wie reparieren wir verfickt nochmal die Gebäude? Kann ich das Gebäude nicht irgendwie reparieren? Ah, da. Repairing. Kostet halt Gold. Repairing. Gut, haben wir das auch geklärt. Battle standard complete. So, darf ich jetzt die Mauer bauen? Darf immer noch nicht, wie ich... Constructing. Eine Hütte. Das sind immer unterschiedliche Gebäude. Wall complete. Ja. Constructing. Jetzt hätte ich gerne langsam ein Tor da. Kann ich denn da irgendwie Objekt drehen, bauen? Umkippen oder. Ach so, das machen wir dann auf einer freien Fläche. Attack Wave Gathering. Genau. Ach komm, wir machen einfach Mauer hier. Constructing. Wir können wahrscheinlich aber noch hier außen rumlaufen. Hovel complete. Oh. Eins. You hesitate, you die. Und ihr seid jetzt die 1. Wall complete. Ja, ich hab's geahnt. Sieht so aus, dass die da rumkommen. Kann das sein? Constructing. Da noch eins. Und dann kann ich da jetzt ein Tor bauen. Ach, fantastisch. Constructing. Ich meine, dann können sie das Tor kaputt machen, aber... Das muss ich einen ewigen Umweg machen, quasi. Vielleicht gibt es da noch Ressourcen oder irgendwas Geiles, was wir da bauen können. Wall complete. So. Nee, bauen tun wir jetzt nicht, ausbilden. Training Javelin Soldier. Oh, 4 Einheiten. Und dann gucken wir mal hier. Jetzt sind bestimmt alles Gegner, die wir platt machen müssen. Ich habe auch vergessen, wie unsere Mission war. Wahrscheinlich alles platt machen. Training complete. Training Swordsman. Die nächste Welle kommt gleich. Dann warten wir noch eine Runde. Training complete. Training Swordsman. Ist jetzt Sandsturm? Sandstorm approaching. Was machen wir da? Wir sehen nicht, wovon der Feind angreift, oder was? Wo kommt ein bisschen kaputt? Repairing. Woohoo. Training complete. Freuen sich immer so, wenn sie bald sterben. Training Javelin Soldier. Nimmt er mir jetzt nur die Sicht oder verletzt er mich auch wie bei Conan Exiles? Training complete. Wall under attack. Können wir uns auf die Mauer packen? Nee, ne? Ich gehe einfach mit Leuten nochmal rein. Wall under attack. Wenn sich gleich eine Schneise auf, gehen wir da in die Schneise rein. Genau da. Wall under attack. So muss das sein. Zack, 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 zack. Das ist aber auch halt draußen. Barely worth leaving the town. Tada, Motherfucker. Repairing. Ist ja billig zu reparieren. Repairing.
Repairing. Repairing. Oh, verfickter Sandsturm. Why do we wait? Halt euch mal. Oh, eine Truhe liegt da. Ein verfickter Sandsturm. Tornado meine ich. Ah. Hier wieder rausgehen. Cool, die einen Stufenaufstieg oder was? Was kann ich wieder machen? Attack wave gathering. Kann die aufsteigen? What? What? Toward the enemy. Oh, dieser Sandsturm geht mir auf die Nüsse. So, dann bauen. Attack wave defeated. Es gibt gleich zwei Attack Waves. Constructing. Zu da. Okay. Wall complete. Schön, wenn wir gerade ins Mikro gekommen. Ich überlege gerade hier mal um eine Mauer. Kostet ja nichts. Oder kostet auch was, scheiße. Ah, es ist. Ist ja doof. Dann brauchen wir hier eine Standarte. Hier. Die kostet ja Unterhalt. Dann bauen wir Einheiten. Training Javelin Soldier. What are you waiting for? Das geht hier gleich ab. Warum? Ich hätte am liebsten hier noch eine schnelle Mauer gebaut, damit alle hier von hier kommen, aber das sehe ich nicht. Training complete. Ah, jetzt können wir hier eine Kornkammer bauen, aber jetzt auch gar keine Zeit für. Schnell noch eine Mauer zimmern. Constructing. So. Training complete. Training Javelin Soldier. Attack wave approaching. Wall complete. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Okay. Automatisch. Training complete. Training Swordsman. Ich glaube, die Aufgabe war, 5 Wellen zu überleben. Kann das sein? You die. Fight awaits. Irgendwie Metallsachen, die wir nehmen können. Training complete. Training swordsman. So, dann bauen wir mal. Was haben wir da? Battle standard under attack. Eine Kornkammer. Können wir hier nicht bauen? Doch hier. Battle standard destroyed. Constructing. Wir brauchen mehr Mauern. Training complete. Nicht meine Hütten, ihr Schweine. Shrine destroyed. We cannot hold out much longer. Fortress under attack. Farm complete. Gott sei Dank haben wir unsere Farm noch schnell gebaut. Oh, das ist ein größerer Gegner. Ah, ja, wir können ja reinzoomen. Schnitzelkonen! Schnitzel! Fortress under attack. Der ist auch ein bisschen geiler, der Typ, aber. Attack wave defeated. We are victorious. Yeah.
gewonnen. Sieg. Du hast Koraya mit deinen Fähigkeiten gerettet. Prinzessin Jasmella erwartet dich, um dich zu belohnen. Mhm. So, nächstes Szenario. Comic-Freischaltung, Kapitel 2, der Söldner. Okay, gibt ein Comic. Herausforderung im nächsten Szenario. Einführung Feuereinheiten. Das ist immer gut. Beste Kill-Serie. Ja. Puh, was soll ich sagen? Man kann es spielen, so für nebenbei vielleicht. Aber so richtig überzeugt mich das auch nicht. Aber vielleicht kommt es noch. Das mit dem Comic finde ich interessant. Black Colossus. Ah, müssen wir wirklich das durchspielen? Ah, Dark Horse. Dark Horse ist ein guter Comic-Verlag. Hab da schon ein paar gute Comics von denen gelesen, die aus dem Verlag kamen. Ich überlege gerade, ob ich davon irgendwie ihn kenne, aber... Ja, der ist ja natürlich der Erfinder. Creator. Und sieht gar nicht billig gezeichnet aus. Geht. Geht, geht, geht. Chapter 1. Die gucken ja komisch. Blätter mal kurz durch. Oh! Oh, die Armen. Das mit dem Comic finde ich wirklich eine nette Idee. Das sind ja mehr Seiten, als ich gedacht habe. Ich habe jetzt eigentlich... Oh, ein Buch kann man ja quasi auch noch lesen, oder was? Also das mit dem Comic, finde ich, ist cool. Das ist cool. Das motiviert auch einen zum Weiterspielen, finde ich. Um das gesamte Comic mal zu lesen. Aber ich weiß nicht, ob ich das kaufen würde, das Spiel. Ich würde vorschlagen, wir machen nochmal eine zweite Folge angezockt. Und vielleicht kriegen wir noch ein paar Mechaniken raus. Oder vielleicht zeigt nochmal das Spiel eine andere Seite. Wer weiß. Und ja, wenn es euch das Video gefallen hat und ihr Conan mögt, dann lasst doch mal gerne ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.